Aktuell ist etwas mehr als 4 Monate nach dem Grounding der Boeing 737 MAX so ziemlich alles rund um diese Maschine noch immer ein absolutes Rätselraten. So wirklich scheint dort noch niemand zu wissen, wie das jetzt weitergehen soll und vor allem wann. Das lässt bei den ganzen Fluggesellschaften, die auf ihre Maschinen vom Typ 737 MAX warten, eine ganze Menge Raum für Interpretation. Und auch das Einplanen der neuen Flugzeuge für die nächsten Monate, für das nächste Jahr, aber auch für die Jahre danach, ist zum aktuellen Zeitpunkt alles noch so ein bisschen Würfelspiel. Und das schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Es gibt ein paar Neuigkeiten dazu und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Vor ein paar Tagen gab es einen neuen Artikel im Wall Street Journal, der für eine ganze Menge Aufmerksamkeit gesorgt hat. Denn dort wird darüber gesprochen, dass die Möglichkeit aktuell durchaus besteht, dass die Boeing 737 MAX erst wieder im Jahr 2020 bei den Fluggesellschaften unterwegs sein kann. Und das wäre deutlich später, als es selbst die pessimistischsten Fluggesellschaften vermutet hatten. Grund dafür sind natürlich, wie sollte es auch anders sein, immer noch Probleme mit dem MCAS, das Software-Update oder die komplette Software-Neuentwicklung und die dringend benötigte darauf folgende Überprüfung und Zertifizierung dieser neuen Software gestaltet sich wohl deutlich schwieriger als anfangs gedacht und es gibt zum aktuellen Zeitpunkt weder in der Öffentlichkeit klar erkennbare Fortschritte bei diesem Projekt, noch gibt es einen festen Zeitplan für die Wiederinbetriebnahme dieser Maschine. Und wir steuern langsam aber sicher auf Ende Juli zu, also da ist auch schon echt ein bisschen Zeit vergangen. Nach außen hin hat sich die Wirkung auf das Thema 737 MAX in dieser ganzen Zeit aber trotzdem nicht wirklich abgeschwächt. Also für die Leute, die sich überhaupt nicht mit der zivilen Fliegerei auseinandersetzen, sich gar nicht dafür interessieren, gar keinen Plan haben von irgendwelchen Verkehrsflugzeugen. Dort haben sich die dennoch allgemein bekannten Flugzeugtypen mittlerweile von A380 und Jumbo auf A380, Jumbo und 737 MAX auf jeden Fall erweitert. Also von diesem Flugzeug hat jeder schon mal was gehört. Und während in den Nachrichten, wenn die 737 MAX da ab und zu mal wieder Thema ist, während da meist nur über die Software, über das Update und den daran hängenden Zertifizierungsprozess gesprochen wird, bin ich selber doch auch mal sehr gespannt, was man dann für eine Entwicklung beobachten kann, wenn dieses Flugzeug wirklich wieder bei den Fluggesellschaften im Passagierbetrieb eingesetzt werden darf. Also wenn das Flugzeug dann sicher Leute von A nach B fliegen soll. Denn wenn man ab und zu mal in irgendwelche Foren reinschaut, irgendwie sich da einfach mal so ein bisschen durchliest, mal Kommentare liest, dann stößt man ab und zu auf verärgerte Cockpit- und Kabinenbesatzung, die scheinbar gar keine Lust mehr auf das Flugzeug haben, für die das Thema echt schon durch ist. Oder auch hier unter den Videos trifft man immer wieder auf potenzielle Passagiere, was wir ja letztendlich wahrscheinlich fast alle sind, für die dieses Flugzeug für die Zukunft auf jeden Fall aber keine Option mehr ist. Was das dann aber wirklich für Auswirkungen hat, das können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilen, das können wir auch nicht wissen, da müssen wir einfach abwarten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da eine spürbare Reaktion geben wird. Aber na gut, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und genauso Rätselraten, das ist zum aktuellen Zeitpunkt immer noch die Frage nach der Umbenennung der 737 MAX. Boeings letzte eigene klare Aussage zu dem Thema ist ja mittlerweile auch schon wieder ein gutes Stück weg. Aber da hielt man eine Umbenennung der 737 MAX doch für ein wenig albern, für unnötig und naja, man setzt die Prioritäten nun mal klar woanders und das ist auch auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber dann habe ich mich doch sehr gefreut, als jetzt vor ein paar Tagen die ersten Bilder im Internet aufgetaucht sind. Von den aktuellsten, gerade erst produzierten Ryanair 737 MAX Maschinen, die stehen ja alle noch bei Boeing auf dem Hof. Und da, an der Stelle, wo auf diesem Flugzeug dann eigentlich 737 MAX draufstehen würde, fand man jetzt bei den neuesten Maschinen die Bezeichnung 737-8200. Ich bin ja ganz froh, dass sie nicht Game Changer draufgeschrieben haben, aber 8200 oder -8200 oder wie auch immer als Kombination aus dem neuen Boeing -8 und dem 200, der besonderen 737 MAX 200, die ja für Ryanair dann unterwegs sein wird. Ja, das ist auf der einen Seite hochinteressant, auf der anderen Seite hochverwirrend für jeden, der davor steht. Aber das war eventuell auch tatsächlich das Ziel dieser Beschriftung, dass niemand so recht weiß, was das jetzt für ein Flugzeug sein soll oder ob das eventuell einfach die Service-Hotline von Ryanair ist. Hauptsache, die Bezeichnung MAX ist nicht mehr auf dem Flugzeug zu sehen. Auch da bin ich sehr gespannt, wie die Reaktion der Passagiere darauf aussehen wird. Aber auch das ist eine Sache, die wir ganz einfach abwarten müssen. Und dann stellt man sich bei dieser ganzen Aktion auf kurz oder lang zwangsweise doch irgendwann mal die Frage, wie das denn beim Flugzeughersteller jetzt finanziell alles so geregelt wird. Denn Boeing hat bis zum aktuellen Zeitpunkt über 150 Maschinen vom Typ 737 MAX vorproduziert, also gebaut und dann direkt wieder eingemottet, auf dem eigenen Parkplatz abgestellt. Laut Schätzung soll das ganz simple Parken des Flugzeuges Kosten von ungefähr $2000 pro Monat verursachen.
Das klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn man das auf die ganzen Flugzeuge und auf die Monate dann wirklich hochrechnet, dann kommt da schon eine ordentliche Summe zusammen. Das sind Schätzungen, die sich auf Aussagen eines Branchenkenners, wie es so schön heißt, beziehen. Diese Zahl ist jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder durch die ganzen Zeitungsartikel gewandert, aber das wird wohl sicherlich der geringste Teil der Kosten sein. Viel unschöner ist da ziemlich sicher diese mittlerweile aufklaffende Lücke an Geldern, mit denen Boeing in der Planung für das Jahr 2019 ja schon absolut fest gerechnet hat. Denn das sind die Gelder, die sie eigentlich für ihre ja jetzt fleißig vorproduzierten Flugzeuge mittlerweile mal hätten bekommen sollen. Selbst wenn wir das Ganze jetzt zum Besseren rechnen und zu Boeings Gunsten einfach mal auf 150 vorproduzierte, an irgendwelchen Boeing-Standorten stehende Flugzeuge runterbrechen, dann kostet so eine Maschine laut Listenpreis Boeing 737 MAX immer noch irgendwas zwischen 100 Millionen und 130 Millionen US-Dollar. Und auch wenn wir da wieder fürs Bessere rechnen und zu Boeings Gunsten und um zumindest das mal so ein bisschen aufzufangen, dass wahrscheinlich keine einzige Fluggesellschaft irgendwas in direkter Nähe des Listenpreises für ein solches Flugzeug bezahlt haben wird. Also 100 Millionen nehmen wir da jetzt einfach mal, dann kommen wir immer noch auf 150 mal 100 Millionen. Das sind 15 Milliarden Dollar in Form von Flugzeugen, die da jetzt bei Boeing auf dem Hof stehen. Und 15 Milliarden Dollar, die Boeing von verschiedensten Fluggesellschaften überall auf der Welt eben noch nicht für diese Flugzeuge bekommen hat. Also eine riesige Menge Geld, die da in Form von aktuell nicht brauchbaren Flugzeugen rumsteht, während die Produktion des Flugzeuges, wenn auch mittlerweile ein Stück runtergeschraubt, weiterläuft. Und natürlich auch weiter Geld kostet. Und da bringen Aussagen wie die der International Airlines Group auf der Paris Air Show zum aktuellen Zeitpunkt natürlich auch genau gar nichts. Dass die eventuell bald mal vielleicht 200 Flugzeuge vom Typ 737 MAX kaufen möchten. Das ist zwar schön, aber davon kann man sich zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nichts kaufen. Und das gilt auch, obwohl der Chef der International Airlines Group laut aero.de Bericht mittlerweile gesagt hat, dass man definitiv diese Absichtserklärung über 200 Flugzeuge auch in feste Bestellungen umwandeln möchte. Der allergrößte Vorteil, der Boeing zum aktuellen Zeitpunkt noch bleibt, und der bleibt auch, wenn die Maschine erst im Jahr 2020 wieder abheben darf, ist ganz einfach die Alternativlosigkeit der Boeing 737. Die Maschine wird, ganz rational betrachtet, in Zukunft, wenn sie dann wieder fliegen darf, auf jeden Fall als sicheres Flugzeug am Himmel zu finden sein und auch als gut funktionierendes und effizient einsetzbares Flugzeug am Himmel zu finden sein. Flugzeuge aus dem Fernen Osten oder auch aus dem nicht ganz so Fernen Osten sind zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich noch keine Alternative. Die Alternative Airbus, die ja ganz offensichtlich auf der Hand zu liegen scheint, ist keine wirkliche Alternative, da Fluggesellschaften, die schon länger auf ihre 737 MAX warten, weil sie sie eben schon vor Jahren bestellt haben oder wie auch immer, diese Fluggesellschaften können sich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr umentscheiden. Und auf der anderen Seite Fluggesellschaften, die schon auf größeren 737 Flotten sitzen, die können sich noch viel weniger umentscheiden. Auch ein Grund dafür, warum Ryanair-Chef Michael O'Leary jetzt beispielsweise öffentlich ankündigte, dass er ganz einfach für die Zukunft weitere Flugzeuge braucht, und zwar unbedingt vom Typ 737 MAX. 135 Maschinen vom Typ 737 MAX 200, also von dieser speziell für Low-Cost-Fluggesellschaften gedachten Variante der 737 MAX, hat Ryanair zum aktuellen Zeitpunkt fest bestellt. Dazu haben sie noch einmal 75 weitere Optionen auf Flugzeuge des gleichen Typs. Das reicht dann allerdings tatsächlich nur laut aktuell geplantem Wachstum bis ins Jahr 2024. Und wenn man über langfristige Flottenplanung redet bei einer solchen Fluggesellschaft, dann kann man da ruhig auch nochmal ein paar Jahre weiterschauen. Mit anderen Worten, es müssen neue Flugzeuge bestellt werden. Nichtsdestotrotz kommt man auch als große Fluggesellschaft Ryanair, die sich ja ganz bewusst weiterhin für die Boeing 737 MAX entschieden hat, was ja eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung ist aus den eben genannten Gründen, nichtsdestotrotz kommt man durch die aktuelle Entwicklung beim Flugzeughersteller Boeing natürlich in Bedrängnis. Denn das eigentlich für das Jahr 2019 geplante Wachstum bei Ryanair, das kann man jetzt natürlich nicht mehr halten. So müssen, das wurde bereits bekannt gegeben, einige für den Winter geplante Flugverbindungen bei Ryanair schon wieder aus dem Flugplan herausgenommen werden, weil man ganz einfach keine Kapazitäten dafür anbieten kann. Und gleichzeitig ist ein nicht schaffbares Wachstum bei Ryanair, was man ja ganz automatisch jetzt auch eine ganze Weile mit sich herumtragen wird, es geht ja gar nicht anders. Denn mal angenommen, Boeing sagt jetzt erst in anderthalb Jahren, okay, wir sind fertig mit der 737 MAX, hier habt ihr auf einen Schlag 50 Flugzeuge, das funktioniert ja nicht, das kann die Fluggesellschaft nicht auf einmal integrieren. Keine Fluggesellschaft kann das. Wie soll das funktionieren? Bedeutet also, ein nicht schaffbares Wachstum bei Ryanair ist ein Punkt für Fluggesellschaften, die zum aktuellen Zeitpunkt auf einer reinen Airbus-Flotte sitzen. Ein Punkt, den man relativ easy jetzt natürlich in einen großen Vorteil für sich umbauen kann. Stichwort Eurowings.
Kleinere Fluggesellschaften, die an dieser Stelle die Möglichkeit des Umentscheidens allerdings noch haben, aufgrund ihrer Größe und aufgrund ihrer aktuellen Situation, aufgrund ihrer aktuellen Lage, die tun das aber mittlerweile auch tatsächlich. FlyAdeal beispielsweise ist eine Billigfluggesellschaft aus Saudi-Arabien, die aktuell auf einer Airbus-Flotte unterwegs ist, die aber 30 Boeing 737 Max bestellt hatte. Hatte, denn sie haben jetzt den Auftrag über diese 30 Maschinen storniert. Und auch wenn man wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel von dieser Fluggesellschaft gehört hat, auch das war ein Milliardenauftrag. Bestellt hat die Fluggesellschaft diese 30 Flugzeuge auch erst im Jahr 2018, also im letzten Jahr, im Dezember letzten Jahres. Und das ist damit auch gar nicht so lange her, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Bestellung gerade erst aufgegeben, reine Airbus-Flotte, die zur Verfügung gestellt wird von der Mutterfluggesellschaft Saudi Arabian Airlines, da war definitiv halt eben noch Spielraum fürs Umentscheiden. Und so bleibt uns abschließend zu diesem ganzen 737 MAX-Update eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. In der Boeing-Chefetage hat sich in der ganzen Zeit auch nicht wirklich etwas getan, außer dass sich der leitende Manager des 737-Projektes mittlerweile in seine Rente verabschiedet hat, was aber nicht nachweislich etwas mit der aktuellen Situation, mit der Krise oder mit den Unglücken des Flugzeuges zu tun hat. Und so bleibt uns tatsächlich erst einmal nur noch abwarten. Aber fertig ist diese ganze Nummer noch lange nicht und für jede beteiligte Fluggesellschaft und auch für den Flugzeughersteller selbst wird das mit zunehmender Zeit immer und immer unangenehmer. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Heute geht ein großes Dankeschön raus an Marc und an Jonas. Vielen lieben Dank an euch beide für eine großzügige, sehr nette Unterstützung über meine Patreon-Seite. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr. Vielen lieben Dank dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.